Sozialökologische Transformation ist für mich einerseits, wenn ich in einer Selbsthilfe-Fahrradwerkstatt arbeite und Leuten helfe, ihr Fahrrad zu reparieren und dabei scheint so die Sonne rein und Kinder laufen rum und lachen und spielen und es läuft so eine alte Schallplatte und knistert so und springt vielleicht ein bisschen, weil sie so ein bisschen zu verstaubt ist in unserer Werkstatt. Und andererseits ist es aber auch, zu kämpfen für soziale Errungenschaften und auf die Straße zu gehen, zum Beispiel gegen Nazis oder gegen Braunkohle. Und es ist aber auch, dass wir ganz andere Regeln brauchen in unserer Gesellschaft und die Auseinandersetzung darüber und da die besten Argumente ins Feld zu führen.